Was wird im zweiten Halbjahr 2023 auf dich als Fachhändler und Handwerker zukommen? Da werden wir heute drüber sprechen. Viel Spaß schon mal dabei. Lass uns auf jeden Fall ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns gleich im Video wieder. So, herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist nach wie vor Nico Becker. Ich habe mir heute den Saad Shamo wieder zur Seite geholt. Und ja, wir wollen heute mal über so eine kleine Prognose sprechen für das zweite Halbjahr 2023. Warum können wir das? Wir haben natürlich auch keine Kristallkugel am Ende des Tages, aber wir haben über 600 Fachkräfte als Partner, beziehungsweise ja einfach Unternehmen, die wir als Partner betreuen. Mit denen arbeiten wir jetzt seit über 5 Jahren zusammen und wir haben natürlich jetzt im ersten Halbjahr 2023 einiges gesehen. Du hast es für dich auch schon natürlich mitbekommen. Der Markt hat sich relativ stark geändert. Wenn man noch ja quasi in das letzte Jahr schaut, wo viele Leute noch ins Eigenheim investiert haben, hat sich das jetzt geändert. Und da möchte ich auf jeden Fall als erstes drauf eingehen, weil das ist eine Sache, die sehe ich bei wirklich fast jedem unserer Kunden. Die Kaufentscheidung der Menschen, die wird einfach später getroffen. So, das ist ein Fakt, mit dem muss man sich jetzt ganz kurz mal anfreunden. Es ist nicht mehr so, dass die Leute quasi jetzt sagen, okay, ich habe jetzt hier ein Angebot und ja, ich verkaufe das jetzt einfach mal, ohne mir irgendwie einen Vergleich einzuholen, sondern die Leute sind alle ein bisschen vorsichtiger mit ihrem Geld geworden. Ganz wichtig aber, und das musst du für dich auf jeden Fall schon mal im Kopf abspeichern, die Leute haben nicht pauschal weniger Geld. Ja, das Geld ist ein bisschen teurer geworden, das ist richtig, beziehungsweise wurde einfach ein bisschen entwertet. Aber jetzt in der kurzen Zeit ist es nicht so, dass die Leute auf einmal gar kein Geld mehr haben und gar nichts mehr investieren. Das ist nicht der Fall. Nur die Leute sind einfach ein bisschen, ja, vielleicht nachdenklicher geworden. Wir sagen jetzt einfach mal, die Angst, die ist eigentlich nur im Kopf. Und von daher ist es für dich als Fachhändler jetzt kein K.O.-Kriterium, dass du sagst, okay, ich werde jetzt in den nächsten Monaten hier starke Einbußen fahren müssen, weil das ist nun mal so. Ist jetzt einfach nur für dich ein Signal, jetzt vielleicht im Vertrieb und auch im Marketing, komme ich später noch zu, ein bisschen was anders zu machen. So. Und gerade was den Vertrieb angeht, möchte ich dir auf jeden Fall mitgeben, wird es letzten Endes immer wichtiger, dieses Thema Hartnäckigkeit ernst zu nehmen. So. Letztes Jahr waren wir noch an dem Punkt, einfach ja, rein wirtschaftlich, dass die Leute eben diese Entscheidung schneller getroffen haben. Und für dich war es nicht mehr so wichtig oder war es allgemein nicht so wichtig in den Märkten, wirklich hartnäckigen Vertrieb zu machen. So, wir merken jetzt Situationen, wo die Leute ein halbes Jahr brauchen, um eine Kaufentscheidung über 20.000 Euro zu treffen und vielleicht 3, 4 oder 5 Vergleichsangebote letzten Endes auf dem Tisch liegen haben. So. Heißt nicht, dass diese Leads oder diese Anfragen, die du da bekommst, in irgendeiner Form schlecht sind. Heißt einfach nur, dass du in deinem Vertrieb auf die Situation reagieren musst. Und das bedeutet vernünftiges Follow-up, das bedeutet eine gute Angebotsstruktur, eine gute Preisstruktur, die hinten dran hängt, damit das Ganze am Ende des Tages funktioniert. Und wir können da auch gleich diesen zweiten Schritt hinten dran hängen, denn auch der wird jetzt im zweiten Halbjahr noch viel, viel wichtiger werden. Das ist allgemein nochmal das Thema Digitalisierung und Struktur. Wir haben da im letzten Jahr schon relativ stark drauf rumgehackt, weil letzten Endes absehbar war, dass es so weit kommen wird. Aber du merkst ja jetzt, okay, ich brauche mehr Zeit, um einen Kunden zu gewinnen. Damit müssen wir uns erstmal irgendwie, ja, wie gesagt, anfreunden. Ich brauche einen besseren Vertrieb, um Kundschaft zu gewinnen. Das heißt, ich brauche automatisch auch mehr Kapazitäten. So ganz einfach in der Folge. Und das kann man jetzt entweder darüber lösen, dass man mehr arbeitet, dass man ja ineffizienter vielleicht Personal einstellt, ich weiß es nicht. Man sollte es aber im besten Falle durch vernünftige Strategien bzw. Strukturen lösen. Du kannst mit einem abgespeckten CRM-System und mit vielleicht ein, zwei Kniffen, die man online noch so machen kann, ganz, ganz viel Zeit einfach sparen, gerade wenn es um das Thema Follow-up geht. So, und deswegen meine Empfehlung jetzt erstmal aus den Gesprächen, die ich geführt habe in den letzten Monaten, schreib dir diese beiden Sachen erstmal auf die Fahne. Wie gesagt, im Marketing sagt der Kollege gleich noch ein bisschen was zu. Aber ansonsten das Thema Struktur, Digitalisierung und darauf aufbauend hartnäckiger Vertrieb. Wie gesagt, wir wollen niemanden jetzt über den Tisch ziehen, aber du brauchst einfach jetzt mehr Kapazität, um jemanden zum Abschluss zu bringen. Das ist nun mal so. Und wenn du das beides berücksichtigst, dann kannst du, wie gesagt, auch das nächste Thema berücksichtigen und das sind wir dann im Marketing. Ja, guter Übergang. Ja, Marketing, was erwartet uns die nächsten 6, 7 Monate, so das Ende dieses Jahres oder bis zum Ende dieses Jahres? So ein bisschen ist das auch abhängig, was TikTok macht, ne? Also die großen Konzerne, die kennt man ja schon lange, YouTube, Facebook, Instagram und so weiter. Jetzt ist auch die Frage, wie geht TikTok in den deutschen Markt? Ich sage jetzt bewusst deutschen Markt, weil ich weiß, dass es im Ausland schon ein bisschen mehr möglich ist. Wie weit kann man da targetieren? Welche Einstellungen sind dort möglich? Und in welchem Raum kann man überhaupt werben? Ja? Kleines Geheimnis, Hannover ist zufällig bei TikTok möglich, deswegen sind wir da so aktiv. Es ist noch nicht überall möglich, das beobachten wir natürlich. Deswegen sage ich, die Prognose TikTok könnte
und das Marketing beeinflussen. Es kommt aber darauf an, was möglich ist. Solange werden die anderen natürlich immer noch die Big Player sein. Aber so schnell wie TikTok jetzt gewachsen ist, kann es die anderen immer noch überholen. Das werden wir beobachten. Muss man auf dem Schirm haben, wie das weitergeht. Was sonst sehr, sehr, also ja, eins der größten Änderungen innerhalb der letzten 2-3 Jahre sogar, nicht nur zum Vergleich letztes Halbjahr, was Werbung angeht. Wir haben ja über 700 Partner und sehr, sehr viele Vergleiche. Und letztendlich, wenn es um Werbeanzeigen geht, egal was, sind die ersten 3 Sekunden die wichtigsten. Das haben Statistiken und unsere Analysen ergeben, dass Leute in der Regel nur 3 Sekunden draufschauen. Entweder hast du sie in den ersten 3 Sekunden oder nicht. Das heißt, es gibt gar nichts, jemand, der noch ein bisschen länger drauf bleibt und dann entscheidet, so er entscheidet innerhalb von 3 Sekunden, gucke ich mir die Anzeige noch an oder das Video und so weiter oder scroll ich weiter. Wenn er weiter scrollt, hast du verloren. Das heißt, wenn du dabei bist, jetzt in Zukunft Videos oder was auch immer für dein Marketing zu tun, achte darauf, dass immer am Anfang erstmal ein Hook reinkommt oder so. Das heißt, in den ersten 3 Sekunden musst du irgendwie den Endnutzer so triggern, dass das Interesse bleibt. Und wer das nicht macht, wird die nächsten 6 Monate im Marketing ziemlich viel verlieren. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Gehen wir jetzt auch immer mehr mit unseren Partnern in dieses Thema rein. Und natürlich werden wir da auch weiterhin darauf achten müssen, wo sich immer mehr ändert. Also ich weiß noch, vor 1,5 Jahren, da war es bei Facebook noch so, dass man im Bereich Mitarbeitersuche jedes Alter targetieren konnte. Also das ist gar nicht so lange her. Deswegen ist es schwer, immer als Außenstehender immer auf dem neuesten Stand zu sein, immer die neuesten Änderungen, neuesten Gesetze, die neuesten Marketing-Hacks mitzubekommen. Aber dafür gibt es ja uns. Und wenn du dich schon immer mal ein bisschen mit dem Marketing für dein Unternehmen befassen wolltest oder auch Thema Vertrieb und Struktur, dann komm gerne auf uns zu. Buch dir ein kostenloses Erstgespräch auf unserer Homepage und wir sagen bis zum nächsten Video.